Ich versuche mal auf Deutsch anzufangen, ich sehe mal, was uns hier bringt. Ich möchte die Begrüßung anders anfangen wie üblich. Ich möchte einfach mit einem Applaus für Heinrich gern uns anfangen. Heinrich, vielen Dank, dass du bei uns bist. Das ist jetzt nicht nur der Vortrag, sondern Heinrich hat mit Studierenden in einem Tag eine Reihe von Dingen gemacht. Und was ich gehört habe, ist, dass Entwerfen nie so dynamisch, so schnell und so einfach war, da wie es mit Heinrich an dem Samstag war. Das ist das eine, und vielleicht komme ich da gleich zu einer Stelle, die mich gebeten hat zu erwähnen, was uns verbindet, ist eine Schule. Wir sind zusammen in eine Schule gegangen, allerdings an verschiedenen Orten. Das wird schon ein Felbertal und wir haben beide dort Tischler gelernt und uns wir haben das ganz ordentlich gemacht. Aber was uns noch verbindet, ist vielleicht das Geografische. Heinrich Gernhaus kommt aus Kärnten, ja, aber jetzt ist es da, ich weiß nicht, was hinkt jetzt zum Geilteil. So ist es zum Messerteil. Und das ist ein einartiges Teil, weil es eigentlich ein Teil ist, das es nicht gibt. Also, das es schon gibt, aber es braucht große Aufmerksamkeit, dass man dieses Teil wirklich wahrnimmt. Das ist auch der Raum oder die Gegend, aus der der Nürnberger Kreis agiert hat, Maler in der ersten Hälfte vom vorigen Jahrhundert. Aber was ich glaube, was wesentlicher ist, Maria Lasnik ist auch aus dieser Gegend. Und Bachmann, ist der Bäuer. Ja. Der Zobernik, der Heinrich Zobernik ist von dort. Der Abernik, Das heißt, es ist eigentlich wirklich eine Art von reicher Gegend, zugleich ist es aber eine sehr karge Gegend. Und warum ich jetzt auch Maria Lasnik erwähnt habe, weil ihre Körperbewusstseinsarbeit mich immer wieder daran erinnern, oder wie bringe ich in die Nähe von dem, was du mit dem Alphabet, mit dem Architekturalphabeten seit längerer Zeit versuchst. Jetzt ist es nicht so ganz einfach, Heinrich Gernhaus, wissen wir es, Tischler, wir wissen auch, dass er Architekt ist, aber er hat mit seinen Werken oder mit seiner Arbeit immer drüber hinaus gearbeitet. Er hat auch Malerei studiert und wie Lisa Schmidt-Collinet und ich zusammen, die ich im Sommer besucht habe im Atelier, das war nicht das Atelier eines Architekten, sondern es war tatsächlich das Atelier eines Malers, das voll war mit Bildern aus allen Schaffensperioden. Ich würde nicht sagen, dass deine Arbeiten transdisziplinär. Also es ist eine Art von Ineinanderwirken. Gleichwertigkeit von Malerei, Sprache und Materialisierung und Architektur. Das habe ich empfunden. Und das habe ich immer gemacht, was ich gern gemacht habe und was ich können habe. Deshalb habe ich dann auch einmal ein Buch geschrieben, ein Häuser gebaut und Bilder gemacht. Das ist alles in einem Bereich. Danke. Ja, ich versuche da dem vorzuarbeiten, dass diese Dinge wirklich ineinander greifen. Und das ist letzten Endes nicht nur das, es waren auch Versuche zum Musikwerk, also du hast dann. Das war in Kärnten geboren, die konnte nicht singen. Da hat es dann den Satz gegeben, dort, wo man singt, dort lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Das habe ich als Kind schon erfahren. Ich war immer der konnte nicht mitsingen, ich konnte nicht mal hinsingen, intonieren richtig. Und jetzt habe ich aber einen Architekturbaukasten entwickelt, der aus Bausteinen besteht. Und wenn man mit dem baut, ist jeder Baustein mit einem anderen verwandt. Ein ganzer Teil, ein halber, ein Viertel, ein Achtel. Und habe eigentlich ein musikalisches System gebaut, mit dem man Architektur. Das ist mein Zugang.
Wir sollten das jetzt so weitermachen, dass ich immer versuche, Stichwörter zu geben. Ja. Du bringst das jetzt in erster Sinne im Detail dann. Aber ich glaube, du hast auch mit einem Bachmann-Weiß Texte vorgelegt. Ja, wirklich. Es war so ein erstes ökonomisches Werk. Und habe die Materialien nicht so bekannt, wir müssen in der Schule rauskommen. Da fragt man nichts über die verschiedenen Materialien. Und da habe ich gedacht, mein erstes Werk wird dann kein Haus, sondern ein Buch, weil mit Worten habe ich umgehen können. Ne? Also, der Text läuft und das erste Kapitel heißt und was? Da gibt es zwei Schauspieler. Gebe ich. Gebe und ich treten auf. Gebe. Dafür! Was gebe ich dafür? Ich dafür gebe Leben! Was werde ich dafür? Ich bitte genau, Cora, geben! Eben! In letzter ist gleich Zeit! Irgendwas aufgefallen! Land! Vielleicht etwas! Was werde etwas dafür? Geb Leben, der Lärm treibt! Ich die Ohren! Geh hin durch Volksbuch, ihr das Gebiss weg! Und Ei! Nimm Ei, das Gewissen und reich mir die Hand, liebtes Mutterlein! Wach, das Gebiss mein! Und ein Wort! Und es weht Licht! Ein Wort! Und es wird Licht! Das ist es! Ein Jahrtausendschläfe! Volksbuch, wo bist du? Wo bist du, Francis? 10 Jahre nach Gedanken an dir und Luna und so weiter, so geht's dahin. jetzt hast du auch in Amerika studiert, Adolf Gernhaus hat an der UCLA sein Masterstudium gemacht, und zwar im Bereich von Urban Studies und zwar von Urban Land Economy. Und ich glaube, es war dort, dass Gernhaus und Richter. Wir waren also, der Richter ist auf die. Aber andere, da kannst du da mit. Also, wir haben ein Stipendium gekriegt für Urban Design. Wir waren in Graz, und waren eigentlich vom Niveau her höher wie diese Los Angeles Urban Design Schule. Ne? Und daraufhin hat er gewechselt für Computer, so Städte bestimmt, wie man Städte beurteilen kann. Wie weit ist von einem Punkt, als Schule, als Supermarkt entfernt, dass er Beurteilungen von Stadtbildung gemacht hat. Und ich habe dann dort Urban Land Economics, hat das geheißen. Und das war eben dann mit Business Finance. Business Finance und Economics und Marketing und so. Also, das haben die nicht gewusst, und die werden unsere Studie nicht gern. Und da bin ich dann eben Master of Urban Land Economics geworden. Und nicht auf der Designschule, sondern auf der Business Schule. Okay. Und das ist eigentlich auch schon eine Zeichnung für eure Zusammenarbeit. Weil auf der einen Seite ein Charakter war, der sehr, sehr ins Detail gearbeitet hat von Materialien und von Zusammenfügen von Materialien, und auf der anderen Seite, und du musst mir jetzt immer korrigieren, auf der anderen Seite jemand, der grobe, konzeptuelle Ansätze getroffen hat und vielleicht formunabhängiger gearbeitet hat. So hatten wir das empfunden, und so hatten wir vor allem das Duo Gernhaus Richter dann empfunden. Das ist uns ja als Studierenden alle in den Knochen gefahren, wie ein Volksbuch auftaucht und plötzlich in einem Vortrag auftaucht, des Architekten zum Haus, das gerade im Bau ist, mit einem Motorsäge gefahren. Und ein Fenster, das der Auftraggeber nicht gemacht hat, mit der Motorsäge noch nachträglich herausgeschnitten hat. Das ist so etwas, das ist heute nicht mehr denkbar. Wirklich die Aneignung, die völlige Übernahme der Bauaufgabe, sogar über den Auftraggeber, in dem Fall hinweg. Es hat dann eine sehr, sehr intensive Phase eigentlich begonnen mit dem Kernrestaurant,
aber auch mit Wohnbauten und die wir zusammen gemacht haben, die Herrn Ross und Richter zusammen gemacht haben. Und Richter zusammen hat Heinrich Herrn Ross weitergebaut. Und das ist ein Werk, das nicht so bekannt ist, aber das umfangreich ist tatsächlich und sich im Wesen Raum zur Verfügung stellen, auf diese Komponente von Architektur konzentriert, Gebäude teilweise halb fertig übergibt, das heißt fast fertig. Das heißt, ich komme hier, da bin ich auf ein Haus gebaut in Wien, dem billigsten sozialen Wohnbau in Wien. Man hat 130 Quadratmeter finanziert und das Haus war zweigeschossig, 65 Quadratmeter unten, 65 Quadratmeter oben. Und oben habe ich aber bei der Decke nur 25 Quadratmeter ausgebaut, habe aber die Decke so gelaufen, dass man mit 6 cm Bretter hat, um das zu machen können. Und habe das mit 90 Quadratmeter finanziert. Das Auto war um 30% ans Haus. Das Auto war 30% tatsächlich billiger als alle anderen Häuser in Wien mit 130 Quadratmetern. Und man hat dann um 1000 oder 2000 natürlich das selber zugemacht, die restlichen 40 Quadratmeter, und hat dadurch den billigen sozialen Wohnbau von Wien. Ich habe da in der Oedenburgischen Kasse stehen, 16 Monate gebaut. Jetzt wird es besucht. Und jetzt sind Bäume gewachsen, jetzt schaut es noch schöner aus. Das heißt, da sind Gebäude entstanden, die sich nicht unbedingt mit Sprache beschäftigen. Die den Freiheitsgrad des Benutzers vergrößert. Das ist gegangen. Es ist gegangen, dass ich jetzt meine Architektur als Brillant mache, wie ich sag mal, wie dieser Lied oder der Himmelplatz, sondern ich. Heute gebaut und ein Kritiker, deutscher Kulturkritiker, das ich sehr schätze, hat zu meinen Gebäuden gesagt, das ist die abstrakte Konvention. Das Konventionelle, also immer hat keine spitzen Winkel und dann war ich irgendwie. Aber das Abstrakte, ich meine, ist das, was man eben nicht lernen kann und was manche halt haben, so wie der Otto Wagner und der Zabella und ich. Wünschen Sie mir nicht mehr aus der Fassung. Ja, weil du so bescheiden bist. Genau. So, jetzt kommt eine Phase, sind wir hinter den Gebäuden, jetzt uns noch einige Gebäude dann zeigen. Ja, jetzt zeigt man ein paar Gebäude, wo ich gerade gedacht habe, stelle ich mich jetzt. Unterstützung assistiert, habe ich jetzt gebaut, die vor 20 Jahren fotografiert und habe ich mal gewundert, um jetzt Zustand. Ne? Vielleicht noch den Ausflug, aber noch ein paar kurze Worte, was in der jüngsten Zeit passiert ist. Du bist Herausgeber, Wolfgang Ross, ich bin eine Zeit schon als SDAD und SDAR. Star, Städteplanung, Architektur, Religion, SDZ. Und ich habe jetzt ungefähr die 3000 Seiten gemacht. Der Gerhard ist da, der hat sie jetzt ins Internet gestellt, also jetzt könnt ihr es schauen und 3000 Seiten sehen, wie wir gemacht haben. Und dann einige tausend Künstler drinnen und Architekten drinnen gehabt und Berichte, also ein Schäfer mit dies. Und über einige, die ich auch nicht so bekannt habe, wie er. Und über das hinaus ist noch eine. Doch eine enge Zusammenarbeit mit Franz West entstanden, dieses Nagelhaus. Genau, nein, es war so, da habe ich ein Bild da, der West hat diese Lemurenköpfe gemacht, ne, die eben der angewandten Stand sind. Und ich habe dann gesagt, dieser Lemurenkopf, der muss eine Zeichnung gezeigt, da ist eben 2 Meter hoch und ich habe gesagt, wir machen den 200 Meter. Da wir vorher, wie man jetzt für die Städte da in Wien machen kann, dass Wien eine Weststadt wird. Das Leute, jetzt kommen alle Leute schon über die Alpensau in Wien an. Es kommt niemand, der nach Wien fährt. Vielleicht die Wunderpause. Aber es kommt immer noch Wien mit neuen Bauten. Ne? Obwohl, es gibt das Alberta, ist schon schätzenswert, aber es ist nicht so, dass man nach Wien fährt, um neue Bauten zu sehen. Jetzt sind wir ganzes Leben lang. Und ich habe jetzt ein Städtebauprojekt, um einige Neubauten dort zu machen, die dann die Leute anziehen und die dann wieder gern
um Neues zu entdecken. Bei dem Punkt glaube ich, also wo sich jetzt Architektur und Kunst wirklich getroffen hat, mit dem Herrenturm zum Beispiel. Nein, weil der Unterschied war früher, wenn die Leute, also jetzt sogar der Kies hat das kritisiert, dass durch die Bauhausleute eigentlich die Künstler, die Maler und die Skulpteure vertrieben worden sind. Früher waren jede Gebäude schon im Museum, wo die Männer draufstehen, das belebt ja alles gut. Ich bin aber jetzt also so baut, dass man sie engsten Kontakt mit dem Architekt baut und dass die Gesamtform schon mit dem Maler und Künstler zusammen komponiert wird. Und der Architekt mit ihm zusammenarbeitet, aber nicht, dass die Maler und die Künstler nur das Gebäude irgendwie verschönern oder so. Ne? Also zeige ich euch von einfach die Ideen, wie man das machen kann. Ich glaube, sind wir das Inhaltsverzeichnis halbwegs, ne? Ja. Und jetzt übergebe ich zur Grenze dir. Du wirst gerne jetzt noch die Ergebnisse von Workshop. Ich möchte jetzt alle bitten, die da mitgemacht haben, zuerst mich einmal bedanken. Wo ist denn der Rüdiger? Jonathan. Jonathan, auch. Aber ich habe mich getroffen, hat mir die Werkstatt gezeigt. Ich habe gesagt, ich möchte diese Form, diese Quantenform, die für mich ein Besaugungsmolekül ist, irgendwie als Basis nehmen, und dass die Leute mit dem Umgebung bauen. Und er hat das vorbereitet und schon, Schablonen gemacht und so. Also es war wirklich eine hervorragende Zusammenarbeit. Ja, was anderes sein, unglaublich, in kurzer Zeit so viele stehen haben, wenn man mir wichtig ist. Ja. Das sind ja die Sachen, die in einem Tag entstanden sind, alle Mädchen und Männer. Und gearbeitet. Und jetzt bitte ich halt, dass einer nach dem anderen herauskommt und kurz sagt, was er da macht oder wie. Wer will anfangen? Was müssen wir jetzt? Soll ich mein Hemd anziehen? Nein. Wieso nicht? Okay. Ja, zwei, nicht wahr? Ja, die zwei, ja. Check. Lass mal die Also da stand sehr viel Plan dahinter, am Ende ist es ganz anderes geworden. Es sollte eigentlich ein Balanceobjekt werden, das. Genau. das quasi in zwei Seiten lebt und wo man sich dann aufsetzen kann, eigentlich in vier Seiten, aber dann haben wir es so unkonzipiert, dass man sich ja eben schneidert, wenn es draufsitzen kann. Aber es ist ein gefährliches Unterfangen. Das ist ein Balanceakt, ein wirklicher Balanceakt. Aber ich habe schon gesehen, wie sie drauf gesessen ist. Genau, eigentlich im Schneidersitz. Natürlich so. Irgendwie der unsicherste Sessel, den man kann. Genau. Das ist auf jeden Fall gemacht. Aber du schaffst es auch wahrscheinlich. Ich schaffe es aber alleine, aber nur kurz. Kannst du nicht sagen? Ja. Der Alarm ist auch so. Genau, und dann geht's ein. Bravo! Eigentlich genau ist das für mich. Wir haben es länger geschafft. Ja, das stimmt. Es wäre heute nicht. Nein. Ja.
Dann haben wir aus den Resten eine Alternative gemacht. Das ist richtig, das, was übrig geblieben ist beim Kurs, ist alles verarbeitet worden. Die haben das noch nachher gemacht und da ist ein guter Schrank von allen auch abgefallen. Das ist ein Spott. Wir machen gleich wieder viel weiter. Genau. Die Frau bietet es ja an. Wir haben ausgehend von der Mutterform, es gibt nämlich eine Mutter- und eine Vaterform des Amikanten, einen WIP-Stuhl gebaut, der erstaunlich gut auf die menschliche Formation passt. Und genau, es gibt noch eine zweite Funktion oder eine zweite Sitzmöglichkeit. Mit optimierter Sitzfläche, genau. Sehr viel Spaß gemacht, das zu bauen. Und was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass so die Dynamik in der Gruppe extrem gut war und wir uns irgendwie alle sehr einig waren, dass man einfach drauf loslegen sollte. Ja, es war gut. Ja. Wohl frei und offen. Und dann haben wir zusammengearbeitet. Ja. Cool, danke schön. Okay, also ich hatte ein bisschen den Anspruch, diese Baukasten. Ich hatte den Anspruch, die Baukastenidee ein bisschen umzusetzen und habe mir ein Stecksystem überlegt, wo man theoretisch die Möglichkeit hat, das eine Teil zu einem Hocker zusammenzustecken und einen separaten Tisch zu haben. Aber das Ganze kann man sich auch zu einem Regal umstecken oder einen Tisch mit zwei Ebenen theoretisch. Und das könnte man zum Beispiel dann für Kinder benutzen. Genau, das war so ein bisschen meine Interpretation. Also, statisch ist es jetzt nicht so great. Aber... wir haben zusammen an einem Tisch gearbeitet, bei dem uns wichtig war, dass er aus drei Muttersteinen besteht und dass man sie selbstständig auseinanderbauen kann, ohne Schrauben, und transportieren kann und wieder aufbauen kann, ziemlich schnell und einfach. Yeah, you can like easily disassemble it, you can like remove those parts totally. You can also use it as a planter to like put the plants from here and they can grow over the table. Or if you remove the top completely and you put it on the side, like without the top, it's like a shelf as well. So it will take a long time now to put all of this, so imagine. Ich habe mit Marie zusammengearbeitet, sie ist leider krank. Unser Auftrag war, eine Bank zu bauen. Wir wollten eigentlich aus mehreren Teilen das machen. Für Kinder, die sich dann selber so verschiedene Formen bauen können. Aber jetzt ist nur ein Rocker geworden.
Einfach nur eine Tischbreite, eine Kollege und ich sage es. Ich habe jetzt nicht so viel zu sagen. Ich habe einfach versucht, einen Tisch aus der gleichen Form zu bauen. Und ich habe einfach die drei gleichen Bestandteile benutzt und noch einmal ein einfacher Tisch, nicht so richtig. Ja. Zeige ich dir was verkehrt, weil es ist ja eigentlich ein Gender-Tisch. Ja. Also Heinrich hat uns dieses ABC des Raums gezeigt. Und er hat das auch in einem Architekturmodell mitgehabt, das vielleicht später noch vorkommt, wo er das als tragende Struktur für ein Gebäude verwendet hat. Ich habe mir irgendwie gedacht, ich will den Formfaktor ein bisschen sprengen. Ich habe mich zuerst angenähert und habe ein Modell gebaut, aber das war irgendwie klar. Und Heinrich hat über die Sitzhöhe von 43 cm gesprochen, die in seinem Modul wichtig ist oder in seinem System. Und deswegen habe ich den Querschnitt einfach auf 43 cm aufgeblasen und ja, das ist es. Bravo. Da möchte ich noch das erklären. Mir ist es gelungen, da war ich schon Diplom-Ingenieur und habe eben nicht so viel über Materialkunde gewusst, habe ich schon erzählt, und wollte dann die ganze Sprache materialisieren. Dann bin ich auf diesen Weg gekommen und habe die gesamte Sprache, das ganze Alphabet in einen einzigen Winkel gespeichert, und der dreht sich um seinen Schwerpunkt, ist von einem gleichseitigen Dreieck, die Höhe ist, wenn das 1 ist, ist das Wurzel aus 3, also, und die Dicke ist eben so, dass der Schwerpunkt auf der Linie liegt. Und um diesen Schwerpunkt dreht sich der Winkel in 24 Positionen, und da hat das gesamte Alphabet. 24 deshalb, weil das I, wenn du so hast, um den Schwerpunkt, oder so, das kann man nicht so recht unterscheiden. Ne? Das ist ein bisschen höher, ein bisschen niedriger. Deshalb habe ich dann F gleich V gemacht. Vater heißt Vater, Filler heißt Filler. Ne? Also, und I, Y. Ne? Also ich habe 24 Positionen, die das ganze Alphabet eben beinhalten, und das ist, wenn Sie erkennen, was das für Buchstabe ist? Ein L, richtig? Das? Ein I, sehr gut. Die habe ich angenähert. Und dann habe ich einen Buchstaben, den man, wenn man Griechisch kann, auch wissen müsste, was das für Buchstabe ist. Das ist ein G, kann man. Das muss es. Und die anderen Buchstaben habe ich halt irgendwie erraten. Das W habe ich als gerade Linie gemacht, so wie Wasser. Und das G habe ich gemacht, so wie gern groß. Das harte D so wie der Chapella. Wo ist es? Okay. Und so sind dort alle Buchstaben drauf. Und ich habe es dann Raumalphabet genannt, Space Alphabet. Und habe mit dem auch in meinem Buch, das ich da habe, gemacht habe, auch geschrieben. Ich zeige Ihnen so kurz einmal eine Seite, die ich in diesem Raum habe geschrieben, damit man die Ästhetik dieser Schrift sieht. Da zum Beispiel, da ist eine Seite im Raumalphabet geschrieben. Sieht man das? Ja. Ja. Das ist es. Okay, danke. Ich glaube, das Salman. Ja, Manuel ist nicht da. Ist nicht da? Nein, er hat gesagt, er kann heute nicht, weil er auf einem Sprachkurs ist. Sagst du? Oder? Auf einem Sprachkurs? Na, das hat der Manuel Gruber gemacht und im Grunde. Genau passend zu dem, was der Heidolf gerade gesagt hat, er hat seinen Namen geschrieben. Ja, und ich weiß, vielleicht stellt man das jetzt darauf, ob das so ging. Bitte stellt man es auf. Aber heißt das jetzt Manuel oder Gruber? Das heißt Manuel.
Weil ich kann euch jetzt zeigen, wie das System ist. Also. Da hat er noch eine kleine Zugabe gemacht, aber so wie ihr seht, das ist ein M und ein M. Das ist das A, A. Das ist das N, Ma, N. Das ist das U, Man, U. Das ist das E und das ist das E. Also so ist der Manuel geboren im Raumalphabet. Hat er sich selbst geboren. Ist jetzt alles gezeichnet? Figuren? Die Wiege. Was? Die Wiege. Wo ist die Wiege? Da steht der Manuel. Wo der Manuel drauf steht. Ach, der ist Musikfinger. Die ist auch nicht da. Aber klärst du die Wiege? Ja. Nein, ja, sie hat eine Wiege gemacht. Und zwar ist die Wiege so, die Matratze fehlt, dass die Kinder da drinnen sein können. Und das ist ein Lebenswerkzeug, eine Wiege. Wenn du jetzt die aufstellst, so, hast du auch einen kleinen Arbeitstisch oder ein kleines Banker oder was. Wenn du sie so aufstellst, hast du eine Bar. Fächer machen, da mal Gläser einstellen und die Leute bedienen oder ein Rednerpult. Ne? Dann kannst du noch, wenn du noch länger lebst, als von der Wiege, wenn du noch länger lebst, legst du die Wiege wieder so hin und machst hier ein Blumenbeet. Also es ist eine Wiege, eine Stellage, ein Rednerpult und ein Blumenbeet. Ne? Es sind mehrere Funktionen zeigen. Von der Wiege bis zur Bahre ein Möbel für die Jahre. Nein, ich sag, über alle Möbel kommen mir vor, und das war auch meine Intention, dass sie so irgendwie lebendiger sind als nicht also alle anderen Möbel, aber durch das, dass ich immer diese Kurve und gerade verbinde, entsteht dann aber eine organische Form. Wenn ich nur rechtlich arbeite, wird es anders. Und das, und mir kommt ja vor, ein Möbel soll ja eher wie ein Tier ausschauen, soll irgendwas Tierliches haben, wie ein Haustier. Ne? Und das kann ich schon inspirieren. Ist das jetzt fertig mit euch? Ja. Ah ja, super, danke. Jetzt zeigen wir noch die Abfälle, alle. Haben wir nicht verabfallt, sondern haben ein Bild draus gemacht. Das Bild ist doch da rein, das werden dann alle 14 Leute werden das unterschreiben, inklusive Ciabella und Bücherzeugenlich. Ja. Das unterschreiben wir alle, dann haben wir ein Dokument, das kann dann da ins Museum kommen. Und das war auch aufgelegt. Ne? Also das haben wir verwertet.